Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Wie ihr sicherlich schon am Thermometer gesehen habt, kommt der Sommer mit großen Schritten und damit uns in der Küche nicht zu warm wird, bleibt der Ofen heute einfach mal aus. Denn ich habe eine Torte für euch mit einem Boden aus Löffelbiskuit. Darauf kommt Milchreis und darauf passend zur Jahreszeit Erdbeeren. Und das Ganze ohne zu backen. Na, ist das was für euch? Dann lasst uns mal loslegen. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Um unsere Zeit effektiv zu nutzen, fangen wir mit dem Milchreis an und kommen dann erst zum Boden. Ja, und für den Milchreis braucht ihr natürlich Milch, und zwar 750 ml, 180 Gramm Reis und je nachdem wie süß das mögt, 100 bis 120 Gramm Zucker und 2 Päckchen Vanillezucker. Zuerst koche ich die Milch auf, dann gebe ich den Reis, den Zucker und den Vanillezucker hinein und lasse alles 30 Minuten lang quellen. In der Zeit, wo der Milchreis quillt, zerkleinere ich 200 Gramm Löffelbiskuit und verrühre ihn dann mit 100 Gramm flüssiger Butter. Die so vorbereiteten Kekskrümel drücke ich in meine 26er Springform an. Damit die Butter fest wird, stelle ich den Boden für 20 bis 30 Minuten in den Kühlschrank. Und damit der Milchreis schneller abkühlt, stelle ich diesen ins Wasserbad. Um den Milchreis fertigzustellen, brauchen wir noch 53 Gramm Sahne und 45 Gramm Sofortgelatine. Die fertige Sahne hebe ich unter den Milchreis. Achtet beim Unterheben der Sahne darauf, dass der Milchreis wirklich kalt ist, ansonsten wird die Sahne wieder flüssig. Den fertigen Milchreis verteile ich nun auf unseren Tortenboden. Und jetzt muss unsere Torte erst einmal für 30 Minuten in den Kühlschrank. Und nun sind die Erdbeeren dran. Ich entferne die Blätter und halbiere sie. Und dann können sie auch schon auf den Reis. Und nun fehlt nur noch der Tortenguss. Und den rühre ich mit 3 Esslöffeln Zucker und 250 ml Wasser an und bringe ihn zum Kochen. Und jetzt muss die Torte ein letztes Mal eine Stunde in den Kühlschrank. Meine Erdbeermilchreis-Torte ist fertig. Sie ist nicht nur so eine Torte, nein, dadurch, dass da Milchreis drin ist, könnt ihr selbst entscheiden, zu welcher Mahlzeit ihr sie essen wollt. Aber eins kann ich euch versprechen, gekühlt ist sie an warmen Tagen besonders lecker. Also, lasst sie uns anschneiden. So sieht die Torte von innen aus. Wir haben hier einen Boden aus Löffelbiskuit, den Milchreis mit der Sahne, die Erdbeeren und den leuchtenden Tortenguss. Wenn ihr jetzt auch Lust habt auf diese Torte, dann findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video auf meinem Blog. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert noch schnell meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!